Hallo. Ich bin David von der Gruppe Exil aus Münster. Und das Kraftwerk Datteln, gegen das wir heute demonstrieren, sieht zugegebenermaßen recht modern aus. Aber tatsächlich ist es ein CO2-spuckender Dinosaurier. Also eigentlich spuckt es Dinosaurier, aber wir wollen nicht so genau sein. Der fossile Kapitalismus ist ein Auslaufmodell. Der Krieg in der Ukraine setzt sogar noch einen drauf. Auch wenn es auf den ersten Blick aussieht, als ob die fossilen Energien ihrem grünen Ende kurz vor knapp von der Schippe gesprungen sind. Der Krieg wird uns als Chance vorgegaukelt, den fossilen Energieträgern endlich den Hahn abzudrehen. Stattdessen kauft die Bundesregierung das Gas jetzt in Katar und den USA. Der weltweite Markt für Kohle ist groß. Russland macht da nur 2% aus, dann kommt sie halt aus USA, Australien oder Kolumbien. Aber kolumbianische Kohle ist auch scheiße fürs Klima. Beim Abbau wird Regenwald zerstört, die Arbeitsbedingungen in den Minen sind ähnlich kacke und wer dagegen auf die Straße geht, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Was das angeht, ändert sich also nicht viel. Also Schluss damit. Im Angesicht von Klima- und Ukraine-Krise fordert Luisa Neubauer nun in der Taz, Zitat, die Systemfragen anzugehen. Nie war es offensichtlicher, dass wir eine Energiewende brauchen. Zitat Ende. Natürlich brauchen wir eine Energiewende. Natürlich müssen wir auch die Systemfragen angehen. Aber nicht in Luisas Sinne. Sie möchte, nochmal ein Zitat, die großen Hebel umsetzen und die Systeme Energie, Mobilität, Landwirtschaft und so weiter humanisieren, demokratisieren und dekarbonisieren. Zitat Ende. Das Hauptproblem am fossilen Kapitalismus sind aber nicht die fossilen Energieträger. Das Hauptproblem ist der Kapitalismus selbst. Die Antwort auf die Systemfrage lautet, Kapitalismus abschaffen. Kapitalismus bedeutet Wachstumszwang und Konkurrenz. Das alternativlose höher, weiter, mehr hat uns die Klimakrise eingebrockt. Im Kampf um billige Arbeitskraft und günstige Ressourcen wird es auch immer Kriege geben. Die Befürchtungen sind groß, dass fossile Energieträger im Schatten des Kriegs neu aufleben, aber das ist nicht alles. Gleichzeitig werden die Weichen gestellt für einen umfassenden Umbau desselben Systems. Weg von fossiler Energie hin zu einem grünen Kapitalismus. Aber auch hier gilt weiter. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Grüne Energie, Elektromobilität oder Wasserstoff, das gibt es alles nicht umsonst. Die Rohstoffe des grünen Kapitalismus sind nicht mehr schwarz, ölig oder übelriechend. Sie sind glasklar, geruchlos und glänzen metallisch. Das aber darf nicht über ihre Herkunft hinwegtäuschen. Überall auf der Welt wird auf der Jagd nach den Rohstoffen der Zukunft die Erde aufgerissen, giftige Industrieabwässer kontaminieren Flüsse und Seen, toxischer Schlamm verschmutzt das Grundwasser und in den Minen sterben Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist der Preis für surrende Elektro-SUVs, glitzernde Solarzellen und grüne Stahlproduktion. Die grüne Transformation verschiebt den Rohstoffhunger, ändert aber nichts an den Bedingungen der kapitalistischen Produktion. Auch dürfen wir uns bei der Nutzung von Kohle, Öl und Gas nichts vormachen. Die erbarmungslose Konkurrenz auf dem Weltmarkt treibt die, die sich die grüne Technologie nicht leisten können, noch mehr in die Nutzung der vorhandenen fossilen Ressourcen. Wenn wir wirklich aus der Zerstörung der Umwelt aussteigen wollen, müssen wir die herrschenden Verhältnisse grundsätzlich in Frage stellen. Kapitalismus geht nicht ohne Wachstum und Wachstum ohne Umweltzerstörung wird es nicht geben. Wenn wir eine Welt ohne Krieg wollen, müssen wir die herrschenden Verhältnisse grundsätzlich in Frage stellen. Solange Nationalstaaten untereinander konkurrieren, wird es immer Krieg geben. Unsere Solidarität gilt all denen, die weltweit gegen die Zerstörung des Planeten auf die Straße gehen. Egal ob im kolumbianischen Regenwald, im australischen Outback, im russischen Kuspas oder im Rheinland. Solidarität mit allen, die Planierraupen besetzen, Bagger blockieren oder Pipelines sabotieren. Und wir stehen solidarisch an der Seite derjenigen, die sich Krieg, Militarismus und den imperialistischen Interessen von Nationalstaaten weltweit entgegenstellen. Egal ob in Moskau, Kiew oder Rojava. Hoch die internationale Solidarität.